Herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ich habe eine Woche lang gefilmt, was ich alles so gegessen habe und immer noch ist meine Ernährung, glaube ich, nicht ganz so gesund. Ich esse nämlich immer das, worauf ich gerade Bock habe und das zeige ich dir jetzt in diesem Video. Mein Morgen begann mit einer getoasteten Hälfte Brot mit Butter und Marmelade. Zum Mittagessen gab es richtig gute selbstgemachte Lasagne von meiner Mutter und ich liebe sie. Ich hatte noch ein Stück. Dann hatte ich selbst Kuchen gemacht, so einen Quarkkuchen nach Waltraud Schürtschenthalers Rezept, den ich super gerne esse. Und dann habe ich mir abends Tiefkühlgemüse gemacht und Karotten dazu gedünstet, weil ich nicht mehr wusste, dass da schon Karotten drin sind in dieser Tiefkühlmischung. Hat trotzdem lecker geschmeckt. Das Brot habe ich doch nicht gegessen. Am Montagmorgen habe ich mir zwei Toastscheiben getoastet und da Butter dazu gegeben. Mag ich manchmal echt ganz gerne. Zum Mittagessen habe ich mir Nudeln gemacht und die Soße war so gut. Ich habe da einfach Tomaten gedünstet und dann habe ich mit Wasser und Streichkäse so eine Mischung gemacht und die dann dazugegeben und dann noch gekauftes Pesto dazugegeben. Und das war so genial. Ich hatte davon noch eine Portion. Und zum Abendessen habe ich mir Sandwich gemacht, also einfach mit Toast und Schinken und Gurke und dazu habe ich dann auch noch Tee getrunken. Und dann habe ich mir meine Dessert aus Schokolade gegönnt. Ich liebe sie. Ist von Milka und es gibt keine bessere für mich wie diese hier. Am Dienstag habe ich wieder mal Knusperjoghurt gegessen. Ich mag den super gerne. Kaufe ich mir aber momentan ziemlich selten. Zum Mittagessen habe ich nochmal dasselbe gemacht wie vom Vortag, weil ich es so gefeiert habe. Hatte dann noch eine Portion. Dieses Mal hatte ich die Tomaten zu lange drin. Dann habe ich mir so eine Mische geschnappt, ein bisschen Süßigkeiten zum Naschen. Und zum Abendessen habe ich mir so Brot geschmiert mit Frischkäse und Salami und Gurke draufgegeben. Am Mittwochmorgen habe ich Bananen-Joghurt-Milch getrunken und zum Mittagessen selbst Pizza gemacht. Ich mache da immer so ein Dinkel-Weizenmehl-Mische draus und habe zum Abendessen auch immer noch zwei Stücke. Also ich esse sozusagen ganzes Blech in einem Tag. Schmeckt richtig gut. Am Donnerstagmorgen habe ich dann eine Laugenstange gegessen und zum Mittagessen habe ich mir selbst Wraps gemacht. Also ich mache auch den Teig selbst. Und dieses Mal hatte ich sie endlich mal besser zusammengerollt. Dann konnte ich sie auch in die Hand nehmen und das ist nicht alles rausgefallen. Props an mich. Gefüllt habe ich sie mit Karotte und so einer Naturjoghurt-Currysoße und auch noch ein bisschen Hühnchen hatte ich darin und die waren so lecker. Nach dem großen Spaziergang hatte ich dann Bock auf Kekse und habe die ganze Packung Kekse aufgegessen, obwohl ich nur die halbe wollte. Und zum Abendessen habe ich dann Frischkäse gegessen mit einem selbstgemachten Focaccia-Brot, was ich gemacht habe aus dem übrigen Pizzateig. Und dazu habe ich Salami und Kaminwurzel gegessen. Also einfach so random. Am Freitag hatte ich dann noch eine Laugenstange. Ich kaufe da immer mindestens zwei von, damit ich zwei Tage habe. Zum Mittagessen habe ich Fischstäbchen gemacht. Und dazu Salat. Von den Fischstäbchen hatte ich insgesamt 12 Stück, also die ganze Packung. Vom Salat hatte ich auch noch ein bisschen was. Und zum Abendessen habe ich mir Brettl geschnappt und Dordern Butter drauf gegeben, da am Freitag ja Fleischfaste ist. Am Samstag habe ich selbst Topfentaschen gemacht. Dieses Mal sind sie mir super gelungen, hatte noch einen. Und zum Mittagessen habe ich Baglia Fieno gemacht. Ich hatte davon noch so eine Portion und ich liebe diese Nudeln. Dann habe ich Kuchen selbst gemacht und mit so einer Puddingcreme gefüllt, also einfach Biskuit, aber der Pudding ist rausgelaufen. Und zum Abendessen habe ich Brätl mit Bauchspeck und Brie und nur mit Butter gegessen. Das ist so eine Backmischung gewesen und da hatte ich noch eins von, mit Speck. Und danach konnte ich nicht widerstehen und brauchte unbedingt mal wieder Chips. Also habe ich Chips geholt und ich hole mir immer eine kleine Schüssel. Ich hoffe sehr, dieses Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir super gerne eine positive Bewertung da lassen. Und du kannst auch gerne hier drüben vorbeigucken, da verlinke ich dir noch andere Food Diaries von mir und einen Kommentar da lassen, kostet dich auch nichts und würde mich sehr freuen. Hier kannst du auch noch meinen Kanal kostenlos abonnieren.